Und herzlich willkommen zur 5. Folge vom Flaschendreh. In der 5. Folge widmen wir uns einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, der steirische Wein. Ich halte nicht sehr viel davon, aber möchte dazulernen. Und um dazuzulernen, haben wir uns einen der besten Winzer dieser Region ausgesucht, nämlich den Johannes Gross. Und wir vergleichen zwei Weine aus derselben Riede, derselben Sorte, aber aus unterschiedlichen Jahrgängen. Mit diesen unterschiedlichen Jahrgängen versuchen wir uns zu beweisen, vielleicht auch Ihnen, aber hauptsächlich uns zu beweisen, dass es auch steirische Weine gibt, die man länger als 2 Monate aufhalten kann und die durchs Altern sogar gewinnen. Also grundsätzlich beweisen wir das heute ihm, aber macht ja nichts. Wir trinken die steirische Leitsorte Sauvignon vom Weingut Gross, haben wir schon gesagt, 2010 gegen 2007. Um zu schauen, wie das mit dem Lagern von steirischen Weinen ist. Wir werden mit dem 2010er anfangen, würde ich jetzt sagen, als Steirer, der mit dem steirischen Wein ein bisschen besser auskennt als der Burgenländer. Ja, dann tun wir einfach, oder? Ja, Kredenze. Jawohl. Also, akustisch einwandfrei. Ja, Gott sei Dank. Wenigstens da hat er nichts auszusetzen. Zu sagen über die Results ist in beiden Fällen, das ist sozusagen diese STK-Lage. Und da wären wir schon wieder bei der Quizfrage. STK-Lage, steirische STK-Lage. Was ist denn das? Was heißt denn das? Was versteckt sich denn hinter diesem tollen Kürzel? Alle, die es wissen oder denen was Lustiges dazu einfällt, die posten auf Facebook oder auf YouTube oder wo auch immer. Wir finden eure Antworten schon. Und unter den richtigsten oder lustigsten Antworten verlosen wir einen tollen Preis. Allerdings muss bei dieser Folge gesagt werden, es geht sicher nicht um die richtigste Antwort, sondern es geht um die lustigste Antwort. Und jetzt wieder zum Wein. Und jetzt zum Wein. Farbtest. Genau, Farbtest. Im neuen Jahr auch mit weißem Hintergrund. Wo? Bestanden. Bestanden, so wie kann man sagen. Was sagen wir denn? Du hast einen Schummelzettel, erklär uns ein bisschen was über den Wein. Ich habe einen Schummelzettel. Ich rede mal über die Farbe und sage, helles Gelb-Gold mit grünen Reflexen, so lernt man es auf der Weinakademie. Super. Ja, schön. Weiß ich jetzt, was darunter vorstellen kann. Gratulation. Ja, sonst ist nicht viel zu sagen, also 2010. Ja. Prost! Riechen wir mal. Für einen doch recht jungen Wein, eine recht ansprechende Nase, würde ich sagen. Der Johannes Gross versteht sein Handwerk. Mhm. Was ich bei diesem Wein glücklicherweise vermisse, sind diese unreife Töne, die man bei steirischen Sauvignons gerne riechen darf. Was ich da habe, sind so Stachelbeeren. Mhm. Johannisbeeren, vielleicht vom Johannes. Ah, Witz aus der Trickkiste, gell? Mhm. Schütteln. Die Stachelbeeren, aber nichts Grasiges oder so irgendwas. So wirklich, ja, nicht, wirklich reif, nicht, sehr, sehr schön. Nichts frisch gemähte Wiese, das ist nett. Aber auch keine Eiszuckerl oder so irgendwas. Ja. Schauen wir mal, was dieser Eindruck am Gaumen so hinterlässt. Ja, durchaus druckvoll, hätte ich mal gesagt. Sehr nett, mineralisch. Für einen Sauvignon jetzt aus der Steiermark nicht immer ganz typisch, dieser Mineralikton, wäre so meine Meinung als Steirer. Ansprechende Säure. Ja, animierend sagt man da. Ich würde es nicht sagen steirische Säure, sondern wirklich ansprechende Säure. Mhm. Wirklich schön. Hat auch durchaus auch ein bisschen Gerbstoff. Aber sehr harmonischer Wein. Schöner Sortenvertreter. Wir gehen zum zweiten Wein, 2007. Also ganze 3 Jahre älter, etwas länger gereift, in dem Fall in der Flasche. Farbtest, was wirklich interessant ist. Farbtest, wieder vor Weiß natürlich. Okay. Bestanden, brauchen wir nicht sagen. Man sieht deutlich goldiger, würde ich sagen. Deutlich farbtiefer. Intensivere Farbe. Das riecht man auch, insofern man vorbrechen kann. Sehr, sehr reif, würde ich sagen. Ja, der hat diese Primärfrucht, diese Stachelbeer-Primärfrucht abgelegt, ist jetzt ein bisschen in so, Krautiger ist das Ganze, ja, oder? Krautiger, es hat so was Feuersteiniges, ein bisschen so was Mineralisches.
Das Feuersteinkraut kenne ich zwar nicht, aber ich hätte jetzt zum Beispiel gelber Paprika gesagt. Gar nicht blöd. Und ein bisschen danke, danke. Ja. Auf das stoßen wir an. Prost. Puh. Ja, staatlich gebaut, hätte ich mal gesagt. Also ein kleiner Arnold Schwarzenegger. Blumig, würzig, nicht unelegant, sage ich mal. Er hat diese Säure, diese vordergründige, die im Vergleich der erste Wein schon gehabt hat, ein klein wenig abgebaut. Mhm. Und hat jetzt einen sehr schönen Fruchtdruck. Fruchtdruck, ja. Vielleicht ein bisschen sowas, vielleicht ein bisschen sowas, was Ätherisches, was Minziges oder so irgendwas. Aha, okay. Also er ist jetzt nicht mehr so die Fruchtbombe, die der erste war, sondern gesetzt, schön gereifter Wein und er zeigt, was er kann. Und das ist sehr, sehr viel. Sie haben jetzt eine Brandrede des glühenden burgenländischen steirischer Weinfeindes gehört. Das ist eine Premiere. Schön, dass ich sie mitfeiern durfte. Was können wir jetzt zu diesen beiden Weinen sagen? Abgesehen davon, dass es zwei sehr, sehr schöne Sortenvertreter sind. Ja. Man kann dazu sagen, lass uns den Wein ein paar Jahre liegen. Auch steirische Weine dürfen reifen. Mhm. Man muss sie nicht gleich nach dem Kaufen aufmachen. Ja, Amen. Was soll man dazu noch sagen? Ich als Steirer möchte Ihnen jetzt nur sagen, Sie dürfen den Wein auch jünger trinken, wenn Sie wollen. Das ist ja alles keine Religion. Auf einer nach oben offenen 100-Punkte-Skala, was würde man da punktemäßig vergeben? Ganz schnell aus der Hüfte geschossen. Aus der Hüfte geschossen für den jungen Wein, der wirklich schön ist in seiner Jugend. 91. Und für den anderen, ja, 93. Boom. Ja. Dem älteren Herrn gebe ich 94, bei den 91 für den 2010er bin ich gern dabei. In diesem Sinne, wenn Sie anderer Meinung sind, wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Wenn Sie der gleichen Meinung sind, freuen wir uns auf ein I like. Und in diesem Sinne, vielleicht auf einen, bald auf einen steirischen Wein in Ihrem Hause. Prost. Prost.